Der Sommer hat den Weg endlich bis nach Deutschland gefunden. Allerdings hatten unsere Radsportler schon früher das Vergnügen, denn sie waren schon im Trainingslager auf Mallorca. Max hat leider nach dem Trainingslager eine Grippe bekommen. Und was das jetzt für die Resultate des Trainingslagers bedeutet, erklärt er euch jetzt. Wir waren 2 Wochen auf Mallorca und zuerst war das Wetter nicht so gut die ersten Tage, deshalb sind wir da oder haben uns noch ein bisschen zurückgehalten trainingstechnisch, weil wir halt nicht krank werden wollten. Dann sind wir aber durch das gute Wetter dann 4 Kilometer gefahren, also um Längen mehr als hier. Ich denke, wir haben auch gut trainiert von der Intensität, da mit den ganzen Anstiegen und richtigen Bergen und so weiter. Und wenn das Wetter so gut ist und alle haben gute Laune, ne, weil alle sind auch natürlich auf Mallorca, dann rollt es auch ganz anders von der Moral und man fühlt sich auch wirklich, sage ich mal, stark. So. Also man fühlt sich gut vorbereitet. Wurde leider durch meine Erkältung zunichte gemacht in dieser Zustand. Trainingslager ist einer von uns krank geworden mit Grippe. Mit dem war ich doberweise auf einem Zimmer in diesem Fall. Und da habe ich mich dann ein bisschen angesteckt. Erkältungstechnisch aber nur, keine Grippe. Bin dann halt letzten Donnerstag zum Arzt gegangen und dann gab es zuerst eine Diagnose, dass ich vielleicht eine Lungenentzündung haben würde. Deshalb bin ich nochmal zum Röntgen gefahren, weil wir da eindeutige Sicherheit haben wollten, aber war Gott sei Dank keine. Und ich hatte jetzt so eine Art Grippe auch, bloß ohne Fieber und die ganzen anderen Sachen. Also nur halt Husten, aggressiver aber halt. Ich habe dann nochmal 5 Tage rausgenommen, also auch schultechnisch. Also ich habe jetzt die ganze Zeit nach Mallorca nicht trainiert. Deshalb ist der Trainingseffekt quasi weg. 1,5, 2 Wochen Ruhe ist natürlich für einen Sportler, für einen Leistungssportler absolutes Gift. Jetzt ist halt wichtig, dass man sich strikt an den Grundlagen, Trainingsplan hält, dass man ganz gezielt halt Grundlage fährt und nicht so intensiv erstmal ruhig anfangen, nicht, dass man wieder rückfällig wird vom Krankheitsbild, dass man jetzt langsam aufbaut, nicht zu schnell, falscher Ehrgeiz ist hier gar nicht gefragt oder wäre Gift auch, sondern kontinuierlich langsam wieder auf die Leistungsfähigkeit hinzuarbeiten. Wenn ich jetzt natürlich schaffen würde, zum Beispiel in 3000 Meter auf der Bahn Zeit fahren, Einzelzeit fahren, ob ich da jetzt die Norm, die Kadernorm schaffe und dann, sage ich mal, in die engere Auswahl für die Nationalmannschaft gerate, ich würde es stark hoffen. Das ist definitiv auch ein Ziel, wo wir jetzt halt darauf hinarbeiten, dass ich jetzt vielleicht, also was heißt vielleicht, dass ich mich für einen Kader qualifiziere. Dann, das wäre auch schon mal sehr wichtig, jetzt auf sich aufmerksam zu machen. Das wäre der erste Schritt, den man machen kann, um vielleicht später dann sich auch bei einem Team zu bewerben mit gewissen Erfolgen. Also man sollte schon einiges vorzuweisen haben und deshalb sind das auch Ziele, auf die wir darauf hinarbeiten, da bestmöglich abzuschneiden bei solchen Vergleichen. Das kann ich jetzt so genau gar nicht sagen, was meine diesjährigen Höhepunkte sind, denn ich habe meine Jahresplanung noch nicht bekommen. Ansonsten ganz normal deutsche Meisterschaften, Zeitfahren, normale Straße, bisschen Bahn werde ich natürlich auch fahren. Jetzt im Mai ist, glaube ich, 3 Bahntournee, Madison sowie die 6-Tage-Rennen. Vielleicht, also ich denke, dass wir da fahren oder ich hoffe es mal, weil vom 6-Tage-Rennen habe ich immer noch einen durchweg positiven Eindruck. Ich habe mich stark gefühlt, es ist gut gerollt und mit dem Resultat war ich nicht ganz zufrieden, aber für mein erstes Jahr in der U19 habe ich mich da, denke ich, mit meinem Partner schon gut behauptet und da waren auch die Trainer zufrieden. Und ich hoffe, dass ich in die Form wieder zurückkomme jetzt schnellstmöglich und dann, dass ich hier ein bisschen loslegen kann. Max ist wahrscheinlich genauso gespannt wie wir, was seine Jahresplanung, wenn er die dann endlich hat, ihm für Ziele für diese Saison vorschreibt. Und ja, vielleicht wissen wir bald mehr.